Sören Michelsburg fährt mit Rückenwind in seinen Wahlkampf-Endspurt. Der SPD-Politiker hat in den letzten Monaten viele Hände geschüttelt und nach eigener Aussage an 10.000 Türen geklingelt. Jetzt will er die Früchte seiner Arbeit ernten. Im Vorfeld des Interviews haben wir uns auf das Du geeinigt. Gerne erstmal was Privates zu dir. Ja. 34 Jahre alt, ja. Lehrer bist du. Genau. Erfolgreicher Triathlet, ja. Dafür erstmal Respekt. Dankeschön. Und jetzt gerne Heidelberg. Warum? Was treibt dich da an? Warum möchtest du Oberbürgermeister werden? Also Kommunalpolitik ist das, was mich wirklich begeistert, oder dafür brenne ich. Ja, also ich sehe, wo die Probleme sind in der Stadt, und ich weiß, dass mit einem neuen Politikstil, mit neuen Ideen wir auch die Probleme lösen können. Heidelberg steht vor vielen Fragen. Wie wird der öffentliche Nahverkehr ausgebaut? Wie wird die Stadt klimaneutraler? Aber vor allem, wie wird schnell bezahlbarer Wohnraum geschaffen? Auf dem Patrick Henry Village, kurz PHV, einer ehemaligen West-Siedlung, können bis zu 10.000 Wohnungen entstehen. Doch das braucht Zeit. Sören Michelsburg hat einen eigenen Plan. Leerstehende Flächen, Brachflächen, die können wir entwickeln. Da gibt es Hunderte in Heidelberg. Also nicht nur den Blick auf PHV, was eine Mittel- oder Langfristperspektive hat, sondern auf die Flächen, die in Heidelberg vorhanden sind, die schon erschlossen sind. Da muss aber gebaut werden. Das möchte ich gerne an die Bevölkerung geben. Letzten Donnerstag bei der Vorstellung der Oberbürgermeisterkandidaten hast du mir auch gesagt, ich habe die Idee, ein Heidelberg für alle zu schaffen. Ja, was ist da die Idee? Ja, ein Heidelberg für alle zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass ich sage, okay, für den Klimaschutz, wenn wir sagen, wir wollen klimaneutral werden als Heidelberg bis 2030, dann brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens. Wir müssen die Gesellschaft komplett mitnehmen, deswegen sage ich, wir brauchen einen Klimabürgerrat, wo die gesamte Gesellschaft von jung bis alt, von arm bis reich, alle Bevölkerungsschichten, alle Berufsgruppen vertreten sind und dann gemeinsam überlegen, wie können wir schnellstmöglich das Ziel erreichen. Sein Ziel am Sonntag, neuer Oberbürgermeister von Heidelberg werden. Die Zustimmung für ihn ist nach eigener Aussage groß. Am Wahltag hofft er auf einen besonderen Faktor. Du hast auch schon mal zu mir gesagt, du bist jung. Auch das könnte ein Bonus sein, weil gerade viele Junge auch weltweit Verantwortung bekommen. Ist auch das ein Punkt, der dir Mut gibt? Ja, also gerade wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt hier mal einen Wechsel bekommen. Ja, da ist jemand, der ist 61, der hat es jetzt seit 16 Jahren gemacht, davor noch lange Umweltdezernent gewesen. Dann haben wir eine Konkurrentin, die ist seit über 20 Jahren Abgeordnete, seit 11 Jahren war sie Ministerin. Und dann ein Wechsel, das heißt vielleicht auch ein Generationenwechsel. Und der neuen Generation die Chance geben, wirklich Politik zu gestalten, sich einzubringen und dann der jüngeren Generation eben eine stärkere Stimme zu geben. Im Sport sagt man zu dieser Zeit, die jetzt angebrochen ist, Crunchtime. Wir sind drei Tage vor der großen Wahl. Wie geht's dir da? Bist du aufgeregt, bist du nervös oder bist du wirklich so locker, wie man dich jetzt wahrnimmt? Also natürlich, die Anspannung steigt, weil ich bin jetzt seit 4 Monaten unterwegs, jeden Tag an den Türen, auf Veranstaltungen, im Gespräch mit den Menschen. Und dann ist man natürlich auch gespannt, ja okay, was hat es jetzt gebracht? Habe ich die Menschen erreicht? Oder wählen sie einfach nur so, wie sie immer gewählt haben? Und dann kommt eben das raus, was sie auch immer bekommen haben. Oder geben sie mir eine Chance? Und deswegen, ich fieber dem Sonntag entgegen, möchte jetzt aber noch mal alles reinsetzen, noch die letzten Stunden zu nutzen, die Menschen, die vielleicht sich noch nicht entschieden haben, auch noch zu überzeugen. Sören, vielen, vielen Dank für das sehr nette Gespräch und ich wünsche alles Gute. Dankeschön, vielen Dank fürs Interview.